Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Runes of Magic. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen rumlaufen. Als erstes, nee, darum da. Kaneko Mizuki, sei gegrüßt. Danke, dass du immer in die Kommentare schreibst und mitschaust und so. Und wir haben NoriaTube alias Aurora, die Aura jetzt dabei. Und die will hier uns mal ein bisschen helfen, weil wir diese Viecher nicht platt kriegen. Und es wird deswegen mal... Ja. Die hier schon. Kein Gewitter oder so? Gewitter! Oh. Ja, da wird jetzt einfach durchgerannt, mehr oder minder wieder. Aber ja. Wir hatten das Problem mit den Elementaren. Wenn die sich teilen, dann sind zwei gegen physisch und zwei gegen magischen Schaden immun. Und wir sind halt nur physisch. Ja, das sind die Giftwolken. Ja, habe ich jetzt nicht mehr. Passt. Da habe ich sich dann gedacht. Vorhin haben wir es noch gesagt, ne? Ja, ich dachte es mir auch gerade, als ich dann den Schaden gesehen habe. Ich war auch eingefroren, ich kann auch nicht mehr raus. Ja, deswegen sind die auch mit diesen komischen. Mann, hier, noch mehr Leute. Die Root ist jetzt hier. Ah ja. Heftig. Ihr plumpst mal schnell um. Ja. Das war gerade nicht geplant. Ach, gehört auch mit dazu. Ja, weil ich im Tiefsleep bin, funktioniert mein Auto noch nicht. Sehr witzig. Mensch. Ja. Ich meine, bei 88.000, ach so, nee, Aura, der 141.000 HP. Die 3000 Damage, die merkt man da halt nicht so, ne? Ja, das halten wir ja locker weg. Ja. Aber siehst du, das haben wir schon 100 dabei, der bringt uns auch nicht Leben dadurch. Ja. Wenn man einfach dumm ist, wie ich es gerade war. Okay, da hat da auch jemand Angst zu sterben? Nein, eher nicht. Ein bisschen vielleicht. Hast du es überlebt, oder? Ja, gerade so. Da hilft auch der. Rausspringen. Da hilft auch der Trank nicht, ne? Ja, er hilft schon, aber halt nur für ein paar Sekunden, weil, wie gesagt. Wenn du da in drei Wolken auf einmal stehst oder vier, dann kriegst du halt viermal den Schaden. Ja. Yeah. So. Nee. Dann kriegt das Gift. Linksraum. Einfach den toten Viechern folgen. Ja. Also die Folgen, die wir jetzt haben, die sind teuer. Seid ihr schon bei den Geistern? Ja, wir stehen gerade davor und warten noch auf dich. Leg los. So, Vorsicht, da sind die Lurche wieder, ne? Nicht in das Gift laufen. Als wenn ich da reinlaufen würde, hallo? Wow, was haben denn die für eine Reichweite? Bin hier ganz am Rand entlang gelaufen und trotzdem. Wow, okay, die spawnen nicht mal die Viecher, weil die direkt tot sind. Ja, so kann es auch funktionieren. Hast du die Quest fertig? Ja. Gut. Ich gebe die mal kurz ab. So, mal gucken, was der Jute hier erzählt. Litfir hielt es nicht aus, von den Geistern heimgesucht zu werden und verlor seinen Verstand. Ich habe ihn in einen tiefen Schlaf versetzt.
damit er den Menschen keinen Schaden zufügen kann. Ich weiß nicht, warum er plötzlich erwacht ist. Er hat für einige tausende Jahre geschlafen. Doch seine Kraft ist weiter gewachsen. Ich bin nicht mehr in der Lage, ihn alleine wieder in den Schlaf zu versetzen. Ich kann Lyftia alleine nicht wieder in den Schlaf versetzen. Doch wenn ich etwas Hilfe bekommen würde, dann hätte ich vielleicht den Erfolg. Ich werde jetzt ein wenig diese Drachenessenz in die Kristallkugel füllen. Diese Wasser-Drachenessenz kann mit einer Kraft zusammenwirken. Wenn ihr Lyftia hier schwächt und ihn bis zu einem bestimmten Punkt Lebensenergie abzieht, dann könnt ihr, kannst du das mal in den Chat schreiben, damit sie weiß, worum es geht, dann könnt ihr mit diesem Kristall meine Kraft hervorrufen und Lyftia in einen tiefen Schlaf versetzen. Denkt daran, dass ihr ihm zuerst Lebensenergie abziehen müsst, bevor ihr die Kristallkugel anwenden könnt. Ich möchte, oh, schon tot, ja. Ich möchte euch noch etwas mit auf den Weg geben, das ihr bedenken sollt. Mein Blut fließt durch Lyftia. Wenn ihr nicht sicher seid, seinen Willen Widerstand zu leisten, hoffe ich, dass ihr nicht umsonst euer Leben verliert. Das ist ja nett. Dies ist eine Gruppenquest, ja. Wo gammel ich? Ich gammel doch nicht! Habt ihr den hier schon? Ich weiß nicht, was das für ein Gegner war. Ist das auf jeden Fall irgendein Drache? Oder macht er irgendwas? Ne, das ist ein Brunnen. Also sieht's aus. Keine Ahnung. Aber der kommt ja eh ganz am Schluss, denke ich mal, der Lift hier. Ich weiß es nicht. Ich heile! Kann ich abkürzen? Nein, natürlich nicht. Wäre doch zu einfach. Ist eine Grube. Wenn man eine Grube gräbt, gräbt sie selber tief hinein. Geht's hier weiter, da? K.O. getroffen. Und runter mit dir. Tot. Überhol dich. Vielleicht. Das ist so gemein. Da ist Lyft hier. Also dem müssen wir ein bisschen Schaden zufügen, damit du ihn einschläfern kannst. Ja. Nicht töten! Ja, kannst du den schon jetzt? Oder musst du noch ein bisschen? Ich muss auf 15 Sekunden warten. Achso, okay. Oh nein, ich bin gefiert und krieg Damage. Okay. Alter. Sterbe gleich. Boah, Alter. Noch einen Tick länger von seinem Dot und dann wäre ich tot gewesen. Ist ne, Moment mitnehmen. Yay. Also wir hätten das auf keinen Fall hier durchgeschafft. Nee. Also ich meine, wenn wir magischen Schaden gehabt hätten, dann vielleicht. Aber halt auch nur mit sehr viel Mühe. Ja, und hier haben wir wieder den Text, den wir vorlesen dürfen. Hört auf meine engelsgleiche Stimme. Ihr habt eure Fähigkeiten und euer reines Herz bewiesen. Denn ich hatte die Kristallkugel mit einem Fluch belegt. Wenn die Kristallkugel von Menschen mit bösem Herz verwendet wird, reagiert sie nicht. Ihr hattet Erfolg, Lyftia wieder einschlafen zu lassen. Nun kann ich eurer Bitte nachkommen, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Nun könnt ihr die Kraft des Wassers für euren Widerstand verwenden. Und wir nehmen noch was mit. 1200 Größe, ja. Kann diese Höhle immer noch nicht verlassen. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit kann ich nicht sicher sein, ob Lyftia plötzlich wieder erwacht.
Wenn das passiert und ich nicht da bin, wird es großes Unheil über die Welt bringen. Aber ich brauche euch keine Sorgen. Nee, ihr braucht euch keine Sorgen machen, da ihr gegen Litvirs wilden Angriffen bestehen könnt, konntet. Das beweist, dass ihr in der Lage seid, gut auf die Kraft des Wassers aufzupassen, die ich euch gegeben habe. Ich habe sie in eine feste Form komprimiert, damit ihr sie mit zurücknehmen und verwenden könnt. Kommt, geht vorsichtig mit dem Kristall um und passt gut auf ihn auf. Ihr könnt die große Kraft spüren, die im Kristall aufbewahrt ist. Ihr solltet besser gleich zu Kertschiff Wakeland zurückkehren. Du weißt ja, wer das ist, ne? Wir dürfen jetzt wieder in die wilde Lande zurücklatschen. Ach, stimmt. Ja. 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 Ja, rechts rum. War auch ein Überlegen. Weil wir uns eigentlich rausporten könnten, wenn wir Gruppe verlassen. Eigentlich funktionieren und dann kommen wir, denke ich mal, wieder zurück. Nach Yoga oder nicht? Ja, kommen wir ja zum Nurga-Punkt. Ja, hat aber trotzdem auch wieder ein bisschen gedauert und so. Und Södele, Popödele. Ich mache mal kurz eine Rap-Geschichte. Also, ich will nicht rappen. Leg los. Naja, auf Befehl kann ich nicht. So. Bald ist da halt mal was vor. Lass auch alles verkaufen hier. Gute Idee. Ja, aber das, eigentlich kann ich das ja wegschmeißen, diese Kristallkugel, oder? Ja, du hast ja die Quest erfüllt damit. Ich schätze mal, die kannst du dir immer wiederholen, weil ich konnte sie ja auch wiederholen. Und dann kannst du jedes Mal so ein bisschen einsparen. Ja. Ah, warte mal. Vielleicht ein bisschen. Mein kleines Vieh kriegt mal was zu essen. Nein. Brauche ja eh so selten. Der nächste Spieler, wieder Zipfelklatscher. Also, es ist der Hammer, wie wir hier rumlaufen. Dann teleportieren wir uns nach Varanas. Alles klar. Von Varanas machen wir dann die nächste nass. Ah, nee. Aber ich muss überlegen, was wir jetzt die letzten Tage alles erledigt haben. Zwei Instanzen. Was man jetzt probieren Ja. könnte, ob wir den Drachen alleine gepackt hätten. Aber wir kommen ja mit den anderen Viechern nicht durch. Also ich schon, du nicht. Ja, das ist, tut mir leid, das liegt nur an mir. Nee, ich kann mich doch durchsneaken. Ja, ich weiß. Du schon, ich nicht. Und töten können wir sie auch nicht. Ja, so ist das. Ja, müssen wir halt mal probieren, wenn jemand mit magischem Schaden dabei ist, den mitnehmen und vorm Drachen wegschicken. Ja. So. Das dürfen wir wieder zur Bannmauer reiten. Warte mal. Wir brauchen nicht. Müssen wir mal gucken, was ich hier wegschmeißen kann von den Questgegenständen nicht. Welche ich noch brauche. Finde ich ein bisschen blöd gemacht, einerseits, dass diese Questgegenstände sich nicht verpieseln. Ja, manchmal ist das nervig. Oder dass sie halt überhaupt im Hauptinventar mit drin sind.
Ja, und die wollen natürlich mit dem Spiel Geld machen. Ja, klar. Also ich sag mal, da habe ich ja kein Problem mit. Könnte ja mal 3 Minuten rasenden Sturm machen. Hat mein kleiner Tiger ein bisschen den epileptischen. Hüpf, hüpf, hüpf. So. Ja, für die Leute, das ist auch wieder interessant, in der Infobox findet ihr erstmal meinen Steam-Link. Also wenn ihr auch Bock habt auf Rat beizutreten, dieser Gruppierung, die wir hier, dieser kleinen Guild, die wir planen und machen und sonst was, also, ja, dann addet mich einfach bei Steam. Dann kommt ihr mit in den Gruppenchat, den ich aufgemacht habe, weil ist ja jetzt noch nicht alles eingerichtet, ihr seht, unter meinem Namen ist ja kein Guild-Titel oder so. Haben wir jetzt noch nicht wirklich besprochen. Wollte ich eigentlich jetzt erledigt haben, die Tage. Dass wir das dann mal in Angriff nehmen. Ja. Und von daher, also wenn da jemand Interesse hat, auch von fremden Servern, sich sagt, ah, ich komme dann auch nach Rat oder so, wie Lily Angel das zum Beispiel gemacht hat. Der hat ja auch in die Kommentare geschrieben, da muss ich lang. Bin ich dumm? Ja. Nee. Da muss ich lang. Die hat es ja auch gemacht, die hat sich auch gedacht, da fange ich auch einen Charakter an. Und so. Ja, so kann es dann losgehen. Man Ja. kann sich gegenseitig unterstützen. Richtig. Und auch mal, ach, mal quatschen, ein bisschen sich austauschen oder pff, keine Ahnung. Ah, Mienix ist auch schon wach. Der gute alte Bob Halunke. Ja, der hat So. mich gestern beim Zocken mal angeschrieben gehabt, dass er mich gesehen hat, so. Ah, okay. Dein Let's Play, hat er mich direkt angeschrieben. Sauber. So, sicher Rückkehr. Was? Wasser, der Wasserdrachenkönig hat euch erlaubt, den Kristall mitzunehmen. Oh. Seht euch den Kristall an. Was für eine wunderschöne Energie. Waylon ist eine Weile sprachlos. Er seufzt. Es tut mir leid. Ich war einen Augenblick wie in Trance. Hiermit können wir die Struktur der Barriere verändern. Das habt ihr sehr gut gemacht. Tiny war schuld. Und einen Titel bekommen. Krieger auf einsamen Pfaden. Und ich bin auch nicht einsam. Ich bin ja Tiny dabei. Aber ich sag mal, ich kann mich daran hier so gar nicht mehr erinnern, dass Geht man mir das so mit der genauso. Inni das machen musste. So. Ich weiß nicht, aber guck mal, andere Titel prüfen wir mal. Keine. Oh. Und von daher, ja. Was müssen wir als nächstes dann machen? Gucken wir mal in die Quest rein. Wilder. Geh zum Affenberg und findet einen besonderen Edelstein. Ja, dann machen wir das nochmal. Questest du mit dem Charakter eigentlich irgendwie oder machst du überhaupt irgendwas? Ja, ich habe in letzter Zeit ein bisschen gequestet, da wo ich war. Ich muss da jetzt demnächst gucken, weil ich Quests für Burggrafo und das Grab mal von Kavak habe. Auf Grafo freue ich mich auch schon. Da habe ich früher mal Geld gefahren. Du bist in die andere Richtung. Ja, da muss ich halt jetzt gerade demnächst mal gucken, ob jemand Zeit und Lust hat, mit durchzugehen und dann Ja. kann ich ein bisschen weiter questen in den Gebieten. Ja, oder machst halt Sekundärklasse oder so. Wenn ich nach und wohl nachrutschen, das wird noch ewig dauern, bis ich da bin. Ja gut, ich bin ja jetzt 63, 61, ne? Ja. Da geht das dann. Ja, das ist richtig. Aber bei mir dauert es halt, weil ich halt. Schon schön unterhalten hier. Cool. Bei mir dauert es halt, weil ich halt immer nur 3 Folgen die Woche aufnehme. Und diese 45 Minuten bis Stunde bringt mich halt nicht weit, weil ich halt auch viel Ja. am Vorlesen Ja klar, das zieht sich dann ein bisschen. bin. Schreib mal nein, bitte. Gibt's doch nicht. Oder so, ja.
Warum meine Güte? Ihr wollt ja doch das machen. Also ihr habt noch mehr oder weniger. Jetzt kommentiere ich schon live den Gruppenchat. Ihr wolltet doch mehr oder weniger und mit mir zusammen und als Trio Vierer, Fünfer, Sechser, Siebener Leute, keine Ahnung, wie viele werden. Ja, warten wir mal ab. Heldenrunden haben wir ja schon wieder ein paar bekommen. Ja, ich habe auch schon welche dabei. So. Ja, hätte ich mal vorher machen sollen, hätten wir den Weg dahin gespart, hätten wir erst das mit dem Affenberg machen können. Ja, ein bisschen. Ich bin ein bisschen unorganisiert. Und ich bin langsam. Bis ich da bin, bist du schon wieder unterwegs. Ich weiß ja nicht, was da passiert. Was hier wohl passieren wird? Wir müssen jetzt hier so besonderen Bla und Blub holen. Ihr Affen! Das ist nicht mal eine Beleidigung, das ist wirklich Affen. So, wir wollten L. Geht zum Anfang, findet einen besonderen Edelstein. Wenn ihr ihn gefunden habt, geht zu Scheolenz und Scheokanten. Ach so, na super. Jetzt darf ich hier alles absuchen. Wieder nach so einem blöden Stein. Hoffentlich ist er besser versteckt wie das Holz. Erinnere mich nochmal daran und ich fange an zu heulen im Let's Play. Der wird wahrscheinlich oben sein. Hier ist ein Loch, wo wir durchgehen können. Gewesen irgendwo. War es nicht irgendwo hier? Hier ist auch nicht weiter. Gut. Ach, nochmal. Da geht's durch. Genau, hier geht's weiter. Genau. Oh, mir nix ist allein. Ja. Andere Stahl irgendwo. Nein. Ja, nicht. Jetzt noch ein höher. Ja, ich denke mal, ganz oben der letzte wird es sein. Da, dass du erstmal bis zum Ende durchgehen musst. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Wenn irgendwo was auf dem Boden liegen sollte oder so, dann. Ich schrei. Lass dich nicht verarschen, vor allem nicht beim Stein. Jetzt hängen wir noch weiter. Nee, geht zurück. Da geht's schon wieder zurück. Oder? Aber da ist noch ganz viel Zeug. Ja, mehr gibt's aber nicht. So. Ja. Ich habe keine Ahnung. Oh, super. Sollen wir jetzt hier einen besonderen Stein besorgen? Ich lese die Quest mal.
Im Buch steht, dass im südlichen Teil der Vinlande ein besonderer der südliche Teil der Vinlande, das muss die Gegend am Affenberg sein. Ja, bla 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 bla. Ihr solltet ihn schnell besser holen, bevor ihr ihn auseinandernimmt. Und dann könnt ihr die Leute dort in der Gegend untersuchen. Vielleicht muss ich erstmal mit den Leuten quatschen, die hier überall Ja, sind. und unterwegs waren ja ein paar. Du Mörder, du hast einen Affen getötet. Und wollen bei mir nichts, der hat mir gerade geschrieben. Ja. Ich glaube schon, dass man einfach mit dem quatschen muss, kurz. Du, hast du Stein gesehen? Nee, nee, nee. Wir sind in den Bergen. Hast du Stein gesehen? Nee, nee, nee. Guck mal da hinten um die Ecke so ungefähr, ne? Ja. Geht in die Berge, dort findet ihr einen Stein. Und jetzt was mit Sirius Marken. Hier ist der Riesenaffenkönig, da ist irgendwie so ein kleinen Zeugs. Was? Hier bei mir. Ich bin noch weiter den Berg rauf. Da gab es noch eine Abzweigung. Es gibt einen größeren Affen als meiner einer. Ich seh dich. Oh, jetzt wäre ich fast runtergelaufen. Jetzt sehe ich dich nicht mehr, du bist zu weit weg. Du musst einmal hier drumherum reiten, wo du gerade bist, und dann links abbiegen und nicht rechts, wo wir gerade waren. Jetzt nicht weiter. Genau, und da jetzt dann gleich links abbiegen. Warum soll der Affenkönig das denn haben? Da ist auf jeden Fall ein Stein links neben dem dran. Vielleicht ist es ja das oder halt hinter ihm. Du schaffst es. Ja, kein Thema. Und da ist ein Steinchen. Ich weiß nicht, ob der gemeint ist. Steinsäule. Ungültiges Ziel. Oder wie kann ich hier gar nicht sagen? Verstehe, Abendberg, ja. Ich hab's, man sollte auch richtig lesen. Ich bin manchmal ein bisschen Übereifrig. dumm. Bleib auch hier stehen. Okay, ich tanze ein bisschen. Gönn dir einen Schnaps. Oder keine Ahnung. Du musst zu Schebokanten gehen. Ich weiß noch nicht, wie es hängt da lang. Ja, wir sehen uns aber auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Und irgendwie wird er mir. Wo ist denn der Typ? Wie sehe ich denn nicht? Aber, Chebo-Kanten. Lass er doch, Mensch. Ich bin auf Suche nach einem besonderen Edelstein, haben wir anzugreifen. Ja, hier. So. Das war's schon. Ich will wieder zurückgehen. Zu dem Dings. Zur Bandkreismauer da. Schon Ah. wieder. Ja, wir mussten nur einmal mit dem quatschen. Cool. So, und die letzte Quest ist dann die Bono-Materialien. Wir müssen ein heiliges Objekt Barak bekommen, aber ich denke mal,
Das wird es also dann sein, wenn wir das jetzt abgegeben haben. Wir müssen sowieso in die Richtung, so oder so, wegen den Barracks. Und ja, das Machen war's wir auf mit jeden einer Fall. weiteren Folge Runes of Magic. Wenn ihr meint, dass der Tiny immer noch ein geiler Hengst ist, dann schreibt's in die Kommentare. Fühle mich geehrt. Ja. Und wenn ihr denkt, dass ihr auch Bock habt mit der Geld oder so, guckt in die Infobox, da steht's drin. Ja. Und addet mich einfach bei Steam und dann lade ich euch dann auch in den Gruppenchat mit ein. Etc. pp. Denkt daran, wir spielen auf Rat. Ein guter Rat ist auch jetzt Feierabend zu machen, wie gesagt. Danke für euren Support, für euer Einschalten, für Reinschauen. Kommentieren, Kommentare ablassen, da lassen, keine Ahnung. Ja, das war's. Ciao! Ciao, ciao.